Oh, Fuchsmaske. Ja, na sicher, du mit den Haferstreckel. Oh, ist das nicht der Pilgerhund? Du kannst den Hund zu den verschiedenen Schreinen im Land schicken. Oh. Das dauert aber eine Weile. Die Leute werden sich unterwegs gut um den Hund kümmern. Also sollte er etwas Geld dabei haben. Vielleicht erhältst du im Gegenzug was für deine Mühen. Genauso kümmerst du dich um die Pilgerhunde von anderen, falls du welche siehst. Es lohnt sich ganz bestimmt. Versuche es doch einfach mal mit dem hier. Den kann ich jetzt einfach losschicken. Ah. Ja, fix. Ja. Hol mal das. Ist besser, die. So, na endlich! Denk mal, Alter, warum will man die Mission da zeigen? Es gibt's dann. Vielleicht hat das was mit dem zu tun. Vielleicht hat das was jetzt mit dem zu tun. Das kann sehr, sehr gut möglich sein. Das könnte ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Das ist jetzt, was mit ihm zu tun haben könnte. Du bist gekommen. Schön, dich zu sehen. Wie ist eine Waffe? Ich wollte gerade mit dem Drill beginnen. Kondo gab mir das Kommando für die erste Einheit der Shinsengumi. Ich wollte mit den Soldaten den Einzelkampf üben. Die Stürmung des Gasthaus Ikeda hat gezeigt, dass wir viel an uns zu arbeiten haben. Falls du die Zeit findest, könntest du dich dem Training anschließen. Ein Übungskampf gegen dich wäre für die Männer eine wertvolle Erfahrung. Aber jetzt, wo ich mir so denke, es wird wahrscheinlich bis 40, 45 gehen das Gebiet, aber es geht ja noch bis 55. Also jetzt, wo ich ein bisschen länger drüber nachdenke, kleines Gebiet oder auch noch so ein großes Gebiet, weil du hast ja keine Prozente gekriegt gehabt oder fast keine Prozente in den Gebieten, wenn du die auf 100% gemacht hast, dass da vielleicht doch noch was kommt. Weil es muss ja nicht heißen, dass du noch die Katzen sammeln kannst oder das und das. Vielleicht ist es halt einfach nur so ein Kriegsgebiet, wo du halt noch ein paar Sachen noch erobern kannst. Kann vielleicht auch gut möglich sein. Ich danke dir. Dann legen wir gleich mal los. Natürlich, dass ich die Nebenquests noch nicht machen kann, diese Schussdinger da und alles drum und dran. Dementsprechend, ja. Erste Einheit, wir beginnen nun mit den Kampfübungen. Ich verlange, dass ihr alles gebt. Jetzt muss ich gleich gegen zwei Haverer kämpfen, oder was? Alter, okay, bist deppert, Alter, gleich Doppelklinge, Alter, schau dir den an, den Huren. Alter, mit dieser Combo, Alter, musst du aber auch was kennen, Alter, bist deppert. Alter! Ich hatte keine Chance. Und du schimpfst dich Mitglied der ersten Einheit? Na, was ist das, Alter? Komm her, da, gib mir mal einen gescheiten Haverer da. Ein Storken, Alter. Zeig mir mal was kannst, Schule. Okay, ja, du zeigst mir wirklich was kannst. Aha. Du bist ja wirklich genauso deppert wie die anderen. Du bist ja genauso deppert, hab ich ja gesagt gehabt, Alter. Warte nicht, dass ich aufgebe. Ah, der braucht wieder so lang, Alter. Das ist ja Wahnsinn, ich hasse es, wenn die so lang brauchen beim Hinschlagen. Weil manchmal ist er urschnell und dann wieder urlangsam, Alter. Das bockt überhaupt nicht. Was ist, Alter? Was funktioniert da so herum? Du bist bekitzelt. Was ist, Alter? Gib mir jetzt einmal einen gescheiten Haverer da hier. Das ist ja nix. Oh. Alter, so der, Alter, der hat Anabolika genommen. Hilfe! Hilfe, Anabolika, Hilfe! Aha. Alter, ich darf da nichts nehmen, Alter. Sonst bin ich draußen, Alter, das ist eine Frechheit. Er darf was nehmen und ich nicht, oder was? Was soll ich noch von meinem? Das ist ja ein Witz, Alter. Er nimmt 100.000 Scheißsocken, Alter, und ich bin trotzdem in Arsch daheim. Das geht mir überhaupt nicht. Willst du wieder was nehmen, oder? Danke für deine Hilfe beim Üben.
Wie ist es deiner Meinung nach gelaufen? War nett, aber der Typ hat ja der dann Apolika geschluckt, das kennen wir überhaupt nicht. Ja, du hast genommen, der Hammer, ich hab's genau gesehen gehabt. Faszinierend wie eh und je. Zum Glück war ich diesmal nur Zuschauer und nicht ein Gegner. Nee, ich wollte ja lieber kämpfen mit dir, Pudi. Wer weiß, wer weiß. Verzeih mir, ich hab mich gar nicht vorgestellt. Ich bin Rintaro Inoue. Oh, er ist schon wieder ein Eicher. Um mein Wissen über den Schwertkampf zu vertiefen. Du bist äußerst talentiert, das sehe ich. Doch was treibt dich an, Tag ein, Tag aus dein Schwert zu ziehen? Möpse. Möpse. Ah, genau wie ich. Ich habe eine Frau und zwei Kinder. Und Kyoto. Was sagt das Wesen? Vielleicht sehe ich jetzt aber nicht so laut. Als Teil der Shinsengumi will ich meine Familie schützen. Aber ich sollte nun weiter trainieren. Na, ja, solltest du die. Für jene. Nimm nicht immer ständig an der Polika. Gibt's gerne eher. Erinnert mich an meine Zeit im Dojo in Edo. Ich wünschte mir nichts sehnlicher als Kondos Lob und Hichikatas Respekt. Deshalb griff ich einst zum Schwert. Zu jemandem aufschauen zu können, macht eine Person stärker. Hast du auch jemanden, zu dem du aufschaust? Oh, oh. Es hat sich nicht gut angehört. Na, aber hallo, Alter, was ist mit dir, Schule? Bringt alle um, Alter. Wie? Kenn ich ihn? Soji Okita, nehme ich an? What? Ich bin hier, um Meister Miyabe zu rächen. Uh-oh. Aber geil. Das ist kein gewöhnlicher Ding. Aha, ich merk's eh grad. Wieso geht er dann nur auf mich los? Also, ich frag nur für einen Freund. Für das, dass er eigentlich gegen dich kämpfen sollte, geht er nur auf mich los, Alter. Das taugt mir nicht. Das taugt mir überhaupt nicht, Alter. Er geht nur auf mich los, Schule. Da stimmt was nicht. Da stimmt was überhaupt nicht, Alter. Ja, Gott sei Dank haben wir meine Flammen bereit gehabt. Wir sind uns wenig Arsch gewesen. Geh mir aus dem Weg. Der war interessant, Alter. Bist deppert. Das finde ich immer interessant, dass sie dann auf mich losgehen. Ich bin nicht der Schuldige. Ich werde euch Shinsengumi jagen. Einen nach dem anderen. Ihr widerlichen Köter. Danke für deine Hilfe. Oh, hat er dich vergiftet? What the fuck? Entschuldige. Hast ein gutes Gedächtnis. Oh, ey. Es gibt keinen Grund zur Sorge. Hast nicht. Husten und Blut ist kein gutes Zeichen. Ich hörte, die erste Einheit würde trainieren, aber... Ich glaube, das war... Gensai Kawakami. Er sagte, er wolle Teizo Miyabe rächen. Ich hörte etwas von Anti-Shogunat-Assassinen. Ich bin froh, dass du unversehrt bist. Wir mögen viele Feinde haben. Doch solange du an unserer Seite bist, haben wir eine strahlende Zukunft vor uns. Wie lang noch? Diese Bewegung eben war unglaublich. Ohne dich an meiner Seite hätte ich es niemals geschafft. Doch es tut gut, ab und an etwas Anerkennung zu erhalten. Man muss jetzt aber auch wieder nachschauen. Neue Rüstung, also neue Waffen. Ein bisschen schwer jetzt einzuordnen. Ein bisschen schwer zu sagen, ob es jetzt da eine neue Klinge ist oder ob es... ich glaube, es ist eher doch was anderes. Aber wurscht. Na gut, next mission. Da haben wir noch Fragezeichen, da müssen wir anscheinend dann noch den einen oder anderen kennenlernen. Ah, Bindung noch mit dem Typen verstärken. Das ist... Das haben wir leicht drin. Das ist schnell gemacht.
Das ist definitiv schnell gemacht. Moin, Digi! Servus, grüß dich, haut da raus, Alter. Bist deppert. 12 Monate einfach, Alter. Hab ich dir gehört, bist du deppert. Ganzes Jahr schon dabei. Wahnsinn. Vielen, vielen Dank, Digi. Vielen, vielen Dank.